Der Kommentar, der definitiv... Du Scheiße. Der Kommentar, der definitiv in der letzten Folge am meisten aufgetaucht ist. Eine Stunde Video von Seth. Tag ist gerettet. Nee, tatsächlich nicht. Was? Sondern eher... Seth, hast du bei 3 Minuten 30 das N-Wort gesagt? Geh fort, Digga. Le fast, Dayan, sag ich immer. Leute, Sag mal... Bist du verblödet oder bist du blöd? Ich sag in diesem Video bestimmt 1 Million Mal... Digga. Aber natürlich nicht genau in diesem Moment. Würde natürlich Sinn machen, dass ich zu Charles das N-Wort sage. Diesem achtbeinigen Monsterzug. Mit weißer Haut. Absolut logisch, Leute. Entspannen. Nochmal drüber nachdenken. Und sich dann ein gutes Headset kaufen, Leute. Ja, also hast du es nur gesagt? Ach, Mann. Pünktlich wie die Deutsche Bahn und so ansehnlich wie deren Klokabinen geht es endlich weiter mit den Abenteuern in Choo Choo Charles. Ein weiteres Video rollt aufs Abstellgleis. Stellt ihr doch gerne eurerseits die Weiche Richtung Daumen nach oben, dann kommen auch alle zufrieden an, würde ich sagen. Und für uns lautet die Devise auf der Suche nach dem dritten Ei und hoffentlich ganz viel Spaß dabei. Hier mit unserem Super Transformer Turbo Wikinger Hulk Schlachtschiff hier schicken wir uns an, die Insel zu retten vor spinnenbeinigen Monsterzügen und durchgeknallten Sektierern mit Masken, die diesen verehren. Normaler Samstagabend so. Und was macht ihr so? Ich habe beim letzten Mal die blaue Farbe hier gar nicht ausprobiert. Oh. Das ist überraschend lila. Habe ich auf lila geklickt? Nein. Das ist schon blau, ne? Ah, oh mein Gott. Königsblau. Das wird auf jeden Fall meinem royalen Blute gerecht. Nice. So kann man in die Schlacht reiten, würde ich sagen. In unseren Zügen herrscht nach wie vor Nachladepflicht, Leute, ja? Lasst euch nicht drüber hinwegtäuschen. Es gibt noch einiges zu tun. Moment mal. Was genau? Wir sollten uns einen kleinen Plan machen, wie jedes Mal. Ich habe irgendwie so ein wenig vor, das heute zu beenden, weil viel... Super viel ist nicht mehr. Ist jetzt die Frage, wir haben den Zug, glaube ich, komplett aufgerüstet, ob wir jetzt irgendwie tatsächlich die ganzen Nebenmissionen noch machen. Ich hätte euch beim letzten Mal da fragen sollen. Ich würde sagen, wir versuchen das schnell durchzureiten. Es geht nur darum, dass wir ja den Schrott einfach nur für die Reparatur brauchen in dem Sinne. Ich meine, ich weiß nicht, wir können vermutlich, da lag noch was, noch eine ganze Menge gebrauchen für den Endkampf, so keine Ahnung. Von daher nehmen wir die vielleicht mal mit. Außerdem ist es ja Content, oder? Komm. Wenn das jetzt nicht ewig lange dauert und meistens sind diese Missionen ja relativ repetitiv, aber naja, ich weiß nicht. Also so super interessant fand ich die Quests jetzt alle nicht. Das muss man an der Stelle schon mal zugeben. Oh mein Gott. Die FPS, die haben sich gerade ein bisschen beschwert über meine Aussage. Oh boy. Ist okay. Diese Landschaft hier ist reichlich bewachsen. Da kann man schon mal ein bisschen hinterherhängen. Ja, gut. Aber nicht, wenn die Graka so viel gekostet hat wie meine. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Bis jetzt lief es ja auch ganz gut. So, wir haben noch eine Waffe offen. Und ein Ei müssen wir noch aus so einer Mine holen. Das wurde bis jetzt auch immer schwerer. Notizen zum Treffen der Meuterer. Oh mein Gott. Das, Musik in meinen Ohren. Da oben finde ich noch eine Kiste mit Augenklappen und Holzbeinen und so. Und dann wird hier richtig einer weggemeutert. Ich habe unseren neuesten Schlachtplan mit allen besprochen und niemand hatte Einwände. Die gesamte Crew weiß, was zu tun ist. Und wird die Richtung der Gleise zum richtigen Zeitpunkt ändern. Der Archivar muss sich nur darauf konzentrieren, dieses Biest zu verprügeln, Abstand zu halten und Charles' Schwachpunkt zu finden. Mein Vater sollte innerhalb von 2 Tagen zurück sein, dann können wir ihn und den Jäger mit den Schlüsseln von anderen gesammelten Vorräten besorgen. Wir wollten niemals so hart gegen Warren und seine anderen Bergleute vorgehen, aber er ließ uns keine andere Wahl. Charles muss verschwinden und Warren wird uns nicht im Weg stehen. Ich frag mich ob ich irgendwie Teil eines vielleicht viel größeren Komplotts bin. Weil irgendwie, ich meine, so ein simples Gut- und Böse-Schema ist ja ganz nett, aber irgendwie... Ich habe schon drüber nachgedacht. Vielleicht steckt da auch ein bisschen mehr dahinter. Gucken wir uns das vielleicht mal an. Ich meine, früher oder später wird es wie Donnergrollen auf uns herniederfahren und wir haben keine andere Wahl, als immer weiter drauf zu ballern, höchstwahrscheinlich. Zusammenfassung der Observierung Tag 3, Standort 4. Ich observiere dieses Gebiet schon tagelang und Charles hat die alte Holzbrücke noch kein einziges Mal überquert.
Die Bestie ist gerissen und weiß, wie gefährlich das ist. Doch vielleicht ist er einmal wütend und verzweifelt genug, dass er während der Verfolgung einfach drüber fährt und BOOM! Wir verwenden Jones Bomben, um das Teil in die Luft zu jagen, und Charles fällt mit dem Gesicht voran in die Schlucht. Wenn ihn die Explosion nicht tötet, dann mit Sicherheit der Sturz. Ich frag mich, ob das geklappt hat. Ich rede nur mit mir selbst. Halten Sie bloß weiter Ausschau, machen Sie sich keine Umstände. Da muss ich auch denken, oh nein, was für ein Weirdo, Alter, der hier quatscht. Das wird die Brücke sein, schätze ich mal. Die wollen sie in die Luft jagen. Die Brücke steht noch, also ich glaube, die sind nie dazu gekommen. Aber es klingt eigentlich nach einem guten Plan, wenn ich ehrlich bin. You're the archivist my father told me about. Du bist Eugenes Sohn, Paul! Oh, ich habe schreckliche Neuigkeiten, Dude. Oh, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Ich sollte wirklich einfach vielleicht nichts sagen, ja. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. Er war halt so dumm, nicht zurückzugehen in die Kabine. Ich dachte, er kennt euch ja aus mit Charles und so und was er so kann, aber scheinbar. Der Minenboss Warren beschützt gefährliche Monstereier. Oh wow, das sind gute Neuigkeiten. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Schutzmaßnahmen, eine perfekte Falle entwickelt. Naja, das habe ich ja gerade gelesen. Was ist mit deinem Hemdknopf passiert, sag mal? Ist der weggeschmolzen? Der ist einfach zu heiß, der Typ. Go attach these remote explosives to each of the support pillars. Okay. The wood bridge out there. Then meet me back here. Das ist doch keine Pflichtmission. Ich glaube nicht. Dekonstruktionsprojekt. Erforderlich. Nee, doch, ist es erforderlich? Doch, es ist eine erforderliche Mission. Okay, dann ist das doch Teil der Geschichte. Das hätte mich jetzt sehr, sehr gewundert. Alright. Ich meine, es hätte ja vielleicht auch einfach was sein können, was nicht geklappt hätte. Aber dann hätten wir vielleicht eine coole Cutscene verpasst oder irgendwie sowas in der Art. Okay, schauen wir uns mal an. Ich gehe mal den Weg hier runter, und zwar zu Fuß. Weil da kann ich hier gleich mal noch die Ressourcen mitnehmen. Oh, ich mag dieses Geräusch überhaupt nicht, ey. Das verfolgt mich in meinen Träumen, ich sag's euch. So, an den Stützpfeilern muss ich das jeweils anbringen. Ich meine, hier ist ein Stützpfeiler. Oder muss ich das oben machen? Also ich meine, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt sagen, hier unten, aber keine Ahnung. Scheinbar muss ich doch hoch. Das hat sich ja gelohnt. Warum ist denn dann aber ein Weg hier runter? Ich habe irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl bei dieser Sache. Oh mein Gott. Es wird spannend. Wieso habe ich denn gerade gar nicht so richtig bemerkt, dass ich hier über so eine Brücke... Ich meine, gut, ich habe es bemerkt, ne? Aber... So, Bomben platzieren. Ach, ich muss erst auf die Brücke und... Oh, warte mal, hier. Ah, I see. Okay. Gut. Ich habe nicht gewusst, dass es hier noch eine Etage gibt. Yep. Die werden mir hier immer angezeigt. So, zack. 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 Und... Ja, wo am besten noch? Hier? Okay, gut. Kehre zu Paul zurück, um die Mission abzuschließen. Ja, wir können jetzt da halt chillen, ne? Ich kann, glaube ich, Charles ganz gut anlocken. Aber der muss halt... Okay, der hält Ausschau. Der kann das halt fernzünden. Oh Mann. Ich frage mich, was wird jetzt passieren? Es funktioniert auf jeden Fall nicht so, dass Charles stirbt. Vielleicht macht ihn das so sauer... Dass er seine, keine Ahnung, Final Form erreicht oder sowas. That's the tallest and weakest bridge on the island. Ja. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. Ich bin gespannt. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Okay, alles klar. Here, take this. Der Schlüssel zum Tempel. Oh! Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Alles klar, Alter. Ey, ne, das ist ja Open World. Wäre ich zum Anfang zurück... Hier ist der Tempel, ich dachte ich mir schon. Wäre ich zum Anfang zurückgefahren, dann hätte ich das irgendwie alles vorher gesehen. Kann man die Missionen schon machen? Weil die reden immer alle, ey, es sind drei Eier und so. Also wahrscheinlich ist es egal, natürlich, in welcher Reihenfolge man das macht. Ich habe ja vorhin die Frage gestellt, machen wir diese optionalen Missionen noch? Aber ich glaube, die zwei hier sind ja auf jeden Fall erforderlich. Ich weiß nicht, was mit der ist, müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt schon mal weiter. Hier werden wir dann das dritte Ei sicherlich bekommen.
Okay, und hier noch irgendwie was Einfaches für eine Waffe. Gut, locken wir mal Charles an. Das machen wir, habt ihr mir ja gesagt, mit dieser Hupe kann man das machen. Also mit dieser, ne, mit dem Horn. Das wusste ich nicht, dass das Charles anlockt. Ich habe das, glaube ich, am Anfang der letzten Folge, oder? Oh, dann habe ich mich gewundert, dass er sofort angreift. Ja, weil er in der Nähe war. Okay, ich fahr mal zurück. Wenn das Game schlau ist, ich wechsle mal auf Flammenwerfer. Und ich werde diesmal ein bisschen mehr die Waffen wechseln. Ich fahr zurück. Ein Stückchen. Da liegt noch ein bisschen Schrott. Ich guck mal, ob ich ihn irgendwo erwisch. Okay. Wir bremsen. Und fahren geradeaus. Ich habe kein... Moment mal. Warte mal. Habe ich das hier auskundschaftet? Ich habe vielleicht das ein oder andere übersehen. Farbeimer. Und das tut mir alles ein bisschen... Ach, hier war die Mine, ne? Das tut mir alles ein bisschen leid, Leute. Ich will aber jetzt gerne erstmal das Hauptspiel weitermachen. Und die Missionen, weil das interessiert mich mehr, als dass wir jetzt hier noch eine Farbe kriegen für den Zug. Ich meine, es war alles nett und so, aber ich bin ja jetzt nicht so der Item-Hunter. Wie lange bläst das? Okay, ein Stückchen. Oh, er kommt! Oh, yes! Okay, Wir müssen ihn zurücklocken, ne? Wir müssen ihn über die Brücke locken, weil ich bin schon... Ich doch zurück! Oh, shit. Er kommt auf der vollkommen verkehrten Seite hier leider. Oh, er kommt nicht? Komm jetzt! Nein! Was? Der Zug bremst, by the way. Zum Glück habt ihr mir das gesagt. Okay, ich sammle mal hier das Zeug auf, aber wo... Ja, wie kann ich's machen, ey? Was steht denn da? Gibt's da irgendwie einen Tipp oder so? Nee, ne? Oh, da fährt er! Da fährt er! Okay, der bleibt hier in der Nähe. Das heißt, ich kann wieder mein Horn da benutzen. Wie heißt denn das Ding? Hupe? Das heißt doch irgendwie. I don't know. Mal gucken. Ein bisschen für Leben sorgen. Ich muss jetzt wahrscheinlich zurückfahren. Der ist halt... leicht auf der verkehrten Seite. Oh, ist er weit weg? Oh, da ist er wieder. Wo ist er denn? Wo kommt er? Da hinten ist er. Charlie! Komm schon. Oh mein Gott, ist der schnell. Hui! Autsch. Fahr, du Schwein. Komm. Ich werde einfach reparieren. Über die Brücke! Nein! Er geht zurück! Er geht nicht über diese Brücke! What? Was ist denn mit ihm? Oh, das funktioniert so nicht. Der muss hinter mir her, ne? Wie locke ich ihn denn auf die andere Seite zur Hölle? I don't know. Vielleicht fahre ich erstmal weiter? Ich weiß nicht. Der kommt nicht mit. Oh, das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich zugeben. Weil ich müsste wieder komplett drumherum fahren und dann hoffen, dass er da irgendwie... Oh mein Gott, was ist das? Warum machst du das? Okay. Autsch! Oh mein Gott. Wow. Vielleicht müssen wir ihn zum Despawnen bringen, damit er auf der anderen Seite spawnen kann. Okay. Ihr habt gesagt, wenn der Flammenwerfer überhitzt, beziehungsweise wenn irgendwas überhitzt, sollte man lieber eine andere Waffe nehmen. Ui! Naja, so schnell kann ich das halt leider nicht machen. Es ist irgendwie... Der bleibt nur temporär weg. Puh. Okay, wow. Puh! What
harten Kampf. Oh, wo sind wir denn hier? So rein lokal gesehen. Ah, an dieser anderen Stelle. Okay, schon in der Nähe vom Tempel, ne? Mach ihn fertig. Rufe Charles mit Hilfe der Eier herbei. Ich könnte das halt machen. Wait a second. Da passiert nichts. Fahr ich jetzt nochmal eine Runde, wenn ich einmal hier bin? Okay, Leute, wisst ihr was? Ich fahre zurück zur Weiche. Ich probiere das jetzt einfach nochmal aus. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt zu Paul gehen, ob er dann sagt, ja, oh, das hat halt nicht geklappt und so weiter. Der weiß, was wir an der Brücke vorhaben oder keine Ahnung was. Weil mir wird diese Mission gar nicht mehr angezeigt. Ich will es zumindest noch einmal probieren. Wenn ich ehrlich bin, den von der anderen Seite mit rüberzunehmen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kennen wir ja die Antwort. Fahren wir mal hier nochmal rum, das ist ja alles eigentlich auch kein Thema. Hier ist eine... Au, hier ist eine andere Mine? Was zum Arsch? Okay. Oh mein Gott. Oh, hier sind viele Leute. Wait. Fahr nochmal geradeaus, Alter. Ich will die abknallen. Mit dem Raketenwerfer, bitte komm. Ich bin echt schnell unterwegs, ne? Oh, shit. Oh Gott. Das ist schwer zu zielen. Aber ich will, das klingt für mich am meisten nach Fun. Es tut mir leid. Sorry, dass ich so bin. Oh mein Gott. Wo ist der andere? Ich glaube, den habe ich abgeknallt. Okay. Das Problem ist... Oh, da ist er. Ich brauche halt noch die Schlüssel. Okay, lass mal bremsen. Gibt's hier noch irgendwie einen? Kommt er? Hab ich den erwischt? Ey, ich glaube, das war's einfach. Alter. Ups. Also nicht, dass ich nicht wüsste, was dabei rauskommt. Oh mein Gott. Heftig. Warum hängen... Ja, das kann ich nicht mitnehmen, leider. Warum hängen nicht alle Masken hier? Oder nur von denen, die ich abgeschossen habe? Oh nein! Oh, das wäre ja eine finstere Trophäenwand. Meine Güte! Okay, ich guck mal, wir graben schon seit über einem Monat und langsam frage ich mich, was wir eigentlich tun. Über und unter der Erde haben wir alte Steinruinen entdeckt. In einer der anderen Minen wurde eine Art Tempel in einer der großen Höhle freigelegt. Suchen wir wirklich nach Goldadern? Oh ja. Zumindest nach etwas ähnlich Wertvollem. Also nicht für die Leute, die hier arbeiten. Das versteht sich, ne? Okay. Uff! Hier ist der Schlüssel für die letzte Mine. Oder? Für das Bandenlager. Nein, okay. Tempelschlüssel. Okay, wir haben die zwei Eier. Ich dachte jetzt. Aber wir müssen ja auf jeden Fall noch in die andere Mine rein. So viel steht fest. Ich gucke nur mal, was hier ist, wenn ich einmal dort bin. Weil hier war ich halt noch nie. Das Bandenlager. Ja, wo soll das sein? Ich meine, ist doch irgendwie hier. Ich guck mal in diesen Gebäuden hier. Da irgendwie reinkommen? Hier war ich drin, right? Habe ich vielleicht den Schrott übersehen? Hier unten gibt's auch noch was. Aber nicht wirklich irgendwie was Spannendes sonst. Zumindest sehe ich's nicht. Hier geht's vielleicht rein, oder? Ja, hierfür ist der Schlüssel. Okay. Was haben wir hier? Hämmer? Für die Minenarbeiter? Und eine Schrotflinte? Viele haben mich darauf hingewiesen. Ich kann das halt leider nicht mitnehmen, Leute. Das tut mir leid. Ich würde es auch gerne und dann würde ich die so in den Haufen ballern, aber... Der Fokus vom Game liegt ja woanders. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich ein Problem. Oh Gott! Wir haben jetzt ein Problem! Ist okay! Fahr! Charlie? Oh yes, baby. Oh mein Gott, ich feiere das wie Sau. Okay, wenn die Gleise brennen, habt ihr mir getippt,
Aber, weiß nicht, so kriegt er halt auch Schaden, ne? Oh, nimm's! Wo sind denn wir? Ich kann nicht zur Map wechseln. Ich würde gerne, dass er noch ein bisschen dran bleibt, weil ich glaube, wenn wir weiterfahren, dann kommen wir Richtung Brücke. Aber er muss halt da bleiben. Kommt er? Nee, er kommt nicht mehr. Jetzt haben wir es versaut. Ja, hier ist die Brücke. Ein Stückchen weiter hätten wir es noch aushalten müssen. Ach, ärgerlich. Finden wir ihn nochmal? Das war ja eigentlich das Ziel. Charlie! Kuckuck! Also zu weit nach hinten darf ich halt auch nicht fahren, sonst haben wir das gleiche Problem. Beziehungsweise ich muss halt mehr Leben einstecken. Aber meine Waffen sind halt mittlerweile so stark, dass ich ihm erstens auf gebührenden Abstand halten kann und zweitens ihm so viel Schaden zufüge, dass er relativ schnell dann die Kurve kratzt. Okay, hier haben wir gleich die Brücke. Ich sammle mal hier, wenn wir sowieso hier sind, das ganze Zeug hier nochmal ein. Ich hoffe, ich habe jetzt in diesem Lager nichts übersehen, weil ein Schlüssel alleine für ein paar Schrottteile war jetzt irgendwie nicht so worth it. Ich weiß nicht, da war noch so ein anderer Turm, aber vielleicht habe ich wirklich einfach irgendwie was übersehen. Ist halt so wild. Also ich meine, Waffen und Minenschlüssel und so, das kriegen wir ja alles. Dann noch. Okay, ich fahre mal zurück. Hier ist die Brücke gleich. Ja, okay. Ich hoffe, der kommt nochmal, ey. Okay, Leute, also ich bin jetzt hier 10 Minuten hin und her gefahren und hab immer versucht, Charles anzulocken, aber der kommt halt nicht. Also ich weiß nicht, ob wir das später vielleicht noch probieren können oder whatever. Also anscheinend sollen wir das ja tun, nur keine Ahnung. Vielleicht hat das auch was mit dem Endkampf zu tun. I don't know. Okay, warte mal. Die habe ich ja gar nicht angequatscht, die Alte. Vielleicht kommt das später noch. Wir gucken mal. Vielleicht sollen wir das auch noch gar nicht machen. Das ist ja die Sache. Ich dachte nur, die reagieren in irgendeiner Form, wenn ich da jetzt das nochmal probiere. Aber vielleicht ist da so ein Softlock drin irgendwie. Gertrude, Alter. Has finally arrived. Okay. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. Okay. Bob was such a brave man, much braver than you, I bet. Tut mir leid, das zu hören. Take what I have left of the gun and steal back those other parts. You can put it back together to use against Charles. Okay, wo sind denn die anderen? Just do me one favor, will ya? Wo die den hingeschleppt haben, wahrscheinlich. If you do end up using it, name it Bob in memory of my honey. Oh, die Arme, Alter. Okay. Ich nenne sie Bob. Wir haben eine andere Waffe, beziehungsweise einen Teil davon. Ich glaube, wir können das Ding noch nicht einsetzen. Aber wenn, dann sollte das ziemlich reinhauen. Ja, wir haben es noch nicht, richtig? Okay, wo müssen wir denn hin? Okay, wir müssen sowieso zurück zum Bandenlager. Gut, ich habe da schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ist okay. Warte. Wenn wir einmal hier sind, wir gucken gleich mal in diese Kirche rein. Ist da, ich glaube, da ist die andere Mission noch, oder? Bin mir nicht sicher. Oder da unten. Na, ich sehe hier keinen. Nicht einen, nur einen kleinen Zettel und eine schwarze Farbdose. Sehr, sehr gut. Na dann, können wir den im Black-Metal-Gewand im wahrsten Sinne des Wortes gegenübertreten. Gott ist äußerst wütend, denke ich jedenfalls. Ist Charles der Teufel? Mit 96%iger Sicherheit. Ich würde gerne die Rechnung dafür erfahren. Immer hinterlistig. Spinne gegen Schlange. Spinnen haben mehr Beine für gewöhnlich. Meistens schon. Gott gewinnt immer, hoffentlich. Opfergaben nach freiwilligen Fragen. Nicht so viel weinen, nur ein bisschen. Schlussgebet, aufräumen. Manchmal ist es doch ein bisschen kurios, oder? Zu gewissen Teilen versucht das Spiel
eine ernsthafte Story zu erzählen. Und manchmal ist es dann halt, will es dann doch nur irgendwie Satire sein. Ich wünschte, es gäbe so ein bisschen generellen Plan für eine, ja, das zu streamlinen, wisst ihr, was ich meine. Die heutige Predigt war eine wahre Inspiration in diesen schwierigen Zeiten. Sehr gut durchdacht und in jeder Hinsicht ausführlich. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir dein Vertrauen und deine unentwegte Weisheit bewundern, während wir uns um unsere verlorenen Brüder und Schwestern trauern. Ja, ja. Weisheit des Pfarrers, der solche Predigten schreibt, das ist klar. Vielleicht Zeit, eine eigene Religion hier auszurufen. Wie, ich kann da nicht hoch? In den Glockenturm? Ich wollte mal kurz bimmeln oder so. Darf ich wieder nicht. Ist gut. Ich würde die Strecke jetzt eigentlich fahren, Leute. Ich bin Stadtkind. Ihr müsst... Ah, nee, warte mal. Das war sie. Wo war jetzt die andere Mission hier? Die war... Ach, hier vorne weiter. Ach so. Auch das würde ich natürlich fahren. Oh, das habe ich gar nicht gesehen hier hinter dem Hügel. Mensch. Brille wäre es auch mal. Hab ich ja. Hab ich halt nur nicht auf, wenn es nicht dunkel ist gerade. Fun Fact am Rande, ich spiele eh mit dem Gedanken, mir mal die Augen irgendwie lasern zu lassen oder so. Dann ist das zumindest erstmal Ritze. Ich habe ein bisschen Angst davor irgendwie, ich weiß nicht. So alles, was mit Augen zu tun hat, ist ja irgendwie unangenehm. Apropos unangenehm. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. The Archivist, in all your radiant glory. Dankeschön. Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. Das ist Musik in meinen Augen. Ohren. Okay. There's an ancient shrine on the island, a pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. Ist das dieser Tempel, von dem die mir erzählen? The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. Okay. Three slots are carved into the prism. Ja, das ist der Tempel. Er sagt Schrein dazu. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted. Seemingly drawn from the eggs themselves. Ist das so? Warum? Die Meuterer sind natürlich die Leute, die sich Charles zum Kampf stellen, ja. Also Eugene und alle. Ich bin jetzt auch Teil dessen. Ich bin vielleicht auch der Einzige irgendwie. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. Er ist nicht der Einzige, der stärker wird. Wütender ist so die Frage. Kommt drauf an, Alter, wie oft ich den Game Over Screen sehe. Okay, this isn't even his final form, also. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mine key. Dankeschön. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell. Okay, alles klar. Gut, ich habe den finalen Schlüssel, Leute. Das war eine erforderliche Mission. Und ich glaube, hier sind wir auf dem Weg, dass es endlich endet. Bei dem Treffen gestern Abend erzählt uns Greg eine verrückte Verschwörung über Warrens Versuch, mit Spinnenzügen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Als Teammitglied, das im Tempel gearbeitet hat, bin ich alles andere als überzeugt. Während das Prisma einem Haufen Eier die Lebensenergie entzog, griff Charles uns zum ersten Mal an. Er kämpfte nicht nur, als käme er direkt... Die haben das schon mal versucht. Er kämpfte nicht nur, als käme er direkt aus der Hölle, sondern wurde während des Kampfes fast doppelt so groß... Es schien, als würde er die Energie konsumieren. Seine Beine wurden größer, stärker, während sich sein Gesicht direkt vor unseren Augen verzerrte. Die Überlebenden konnten sich nicht mal vorstellen, was wir gesehen haben. Danach versteckte Warren die Eier und befahl uns, sie zu beschützen, bevor er mit der Evakuierung begann. Von diesem Zeitpunkt an wurde alles nur noch schlimmer. Ich weiß, dass Warren jede Menge Skelette in seinem Schrank hat, aber ich werde den Gedanken nicht los, dass er sich dieses Mal tatsächlich um uns sorgen könnte. Ist halt die Frage, will er Charles Macht wirklich nutzen? Ist das nur eine... Sage? Oder, hat er vielleicht einfach nur Schiss? Weißt du, dass die das nochmal probieren? Und Charles dann einfach nicht mehr aufgehalten werden kann? Wir probieren mal die schwarze Farbe aus. Ui! Mit dem Rost? Ja, ist schon böse. Aber das poppt nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag Grün immer noch am liebsten. Guck mal, wie das knallt. Das ist schon geil. Aber Grün hat man halt, ich nehme mal wieder Gelb. Gelb war Standard. Und wir hatten ja jetzt Blau und so. Alles klar, gut. Fahren wir von dannen. Wir müssen, ach so, hier. Da ist noch die andere Mine. Okay, dann können wir von dort aus gleich dahin gehen, würde ich mal sagen. So, wir holen jetzt erstmal die anderen Teile für die Waffe aus dem Lager. Die Sache ist so ein bisschen, haben wir das nicht... Also ist das nicht gespawnt eben, wo wir da schon waren?
Ich weiß jetzt zum Glück, worauf ich mich einlasse. Also es ist gut, dass wir da vorher schon vorbeigeschneit sind. Haben. Wie sagt man? I don't know. Ich könnte jetzt hier rumfahren und dann wäre ich bei dieser anderen Mine, aber ich glaube, ich mache das so. Ist natürlich ein Problem, wenn ich da nicht meinen Zug dabei habe. Vielleicht setze ich halt doch zurück. Weil dann kann ich halt die Leute rauslocken, wisst ihr, was ich meine? Ah, und dann abschießen. Achso, hier müssten wir nur zurücksetzen. Okay, das passt schon. Das passt. Sind die respawned? Ich glaube nicht. Die liegen noch da, Alter. Da ist nichts mehr los mit den Kerlen. Gut. Hier waren wir nicht drin. Konnten wir hier rein? Oder war ich hier einfach nicht drin? Alter, diese blutigen Masken, ne? Oder war ich hier drin? I don't know. Ha. Hier war ich auf jeden Fall drin. Aber hier habe ich doch nichts übersehen, oder? Ist was? Ach, jetzt kann ich's mitnehmen. Ah, oh mein Gott. So, die Läufe von dem Ding. Gut, ich dachte, das wäre ein Hammer. Sehr interessant. Okay, wir haben Bob in unserer Gewalt. Beziehungsweise, oh mein Gott, Alter. Oh, was ist hier? Achso, da hängt der Raketenwerfer, ne? Das sind alle Waffen. Charlie. Oh mein Gott, okay. Okay, wir fahren. Können wir ihn diesmal über die Brücke locken? Komm schon, Baby. Er kommt, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht sind wir zu schnell. Oh, er kommt! Turbo! Okay, Bob, was kannst du so Schönes? Das haut rein. Ich brauche den Flammenwerfer. Um ihn ein bisschen auf Abstand zu halten. Okay, genau. Wo haben wir die Brücke? Jetzt kann ich zur Brücke. Hier. Okay, er tut uns weh. Wir heilen. Wir locken ihn mal dahin. Ich will nur wissen, was passiert. Abstand. Zeitgewinn. Bitte geh nicht. Noch 200 Meter, Charlie. Altes Haus, komm. Okay, noch einmal. Ich hoffe, er ist nicht allzu sauer. Oh, wir kriegen das hin. Nochmal reparieren. Sehr gut. Wir haben ja genug Schrott. Okay, wir sind über die Brücke. Jetzt. Er kommt. Halt mal an. Was tut er? What? Hallo? Digga, jag's in die Luft. Ah, oh mein Gott. What? Okay, Charles. Okay, ist gut. Wir sind nicht mehr in der Jagd. Ist alles okay. Okay, gut. Ich hab mal wieder alles kaputt gemacht. Ich hab's komplett zerstört. Was soll der Geiz? Der rutscht da dauernd ab. Och Mann, Alter. Oh nein. Vielleicht fahre ich doch einfach mal hier hin. Ich will meinen Zug da mitnehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Musik die ganze Zeit auf den Ohren, weil dann muss ich das Spiel neu laden. Ein bisschen Belasto ist das Ganze, ja. Ab und zu. Gut. Hier muss ich rüber, richtig? Ja. Erst bei der nächsten Kreuzung. Okay. Nee, das Spiel hat sich noch nicht beruhigt. Oh Mann, was habe ich getan? Ich hab's wieder versaut. Ich glaube, der Plan ging ein bisschen anders. Okay. Habe ich schon gesagt, es bremst ja, wenn ich aussteige. Viele haben das schon probiert. Ich habe mich einfach nicht getraut, aber es gibt eine Kindersicherung, wie ihr so schön gesagt habt. So, okay, da hoch. Nur noch 200 Meter. Oder 200 und ein wenig. Und dann sind wir am Ziel. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal ausmachen, nochmal neu laden. Irgendwas ging nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu weit weg war, aber...
Normalerweise müsste ja irgendwas schon passiert sein. Ja, komm, das geht mir mega auf den Sack, Alter. Komm, ich beende es mal kurz, ich lade neu rein, weil der speichert ja im Zug. Also, er speichert ja, wo wir ausmachen. Das sagt uns das Spiel ja dauernd. Okay, let's go. Ich finde es, by the way, cool, dass der den aktuellen Status unseres Gefährts immer speichert. Und wir das im Menü angezeigt bekommen. Das ist ein süßes kleines Detail. Ja, jedes Mal dort weiter, wo du aufgehört hast. Okay, let's go. Perfekt. Ich höre den schon wieder. Otscholz! Autsch, Charlie. Charlie, beat me. Bitte nicht. Oh mein Gott. Ich hoffe nicht, bitte nicht, bitte nicht. Geh einfach fort. Oh! Sollte ich gehen? Alter, die fette Wumme da hinten drauf. Oh! Ich hätte gedacht, die schießt ein bisschen anders. Aber die ist halt großkalibrig, ne? Wisst ihr was? Ich gehe in die Mine. Kack mal auf Charles. Alter, ich gehe den echt unkonventionellen Weg hier gerade, ne? Ich weiß gar nicht, wie kommt man denn... Was ist das hier für ein... Was ist das für eine Mords... Steinstatuen, ey? Was ist denn hier los? Ich höre nichts pfeifen, also muss ich nicht mit Wachen rechnen, glaube ich. Charles ist weg. Aber seht ihr, es hat ihn halt neu geladen durch das Neuladen. Gott sei Dank. Habe ich nicht alles komplett zerstört. Das wäre sehr ärgerlich. So, holen wir das letzte Ei und dann stellen wir uns dem tosenden Finale. Ich habe schon gedacht, dass wir das bestimmt heute fertig kriegen und ich möchte das auch gerne zu Ende spielen jetzt. Weil ich bin mindestens genauso gespannt auf das Ende wie ihr. Ich weiß nicht, wo die kommen. Woher kommen? Ich muss ein bisschen aufpassen, weil mein Zug ist sehr ungünstig positioniert. Okay, die Wand haben wir noch. Drucker, halt dein Maul jetzt! Der ist direkt da. Okay, Charles ist auch da. Ich weiß nicht, wie er läuft. Ich muss mir das erst angucken. Wo kommt er jetzt rum? Dreht er um auf der Stelle oder kommt er hier vor? Er geht dahinter. Das ist aber nicht gut. Oder ist es gut? Bisschen gut ist es ja. Okay. Ein bisschen das Problem jetzt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo der nächste ist, Alter. Kommt der her? Da ist der andere. Mich hier nicht sehen. Solange ich hinter der Wand bin, ist okay. Der kommt hier vor. Verdammt nochmal. Alter! Oh mein Gott! Shit! Ich weiß nicht, was das macht! Das lockt die doch an! Ich war runter. Ich muss da auch noch raus, ne? Oh, sind hier noch mehr von denen? Wahrscheinlich, damit ich die nicht weglocken kann. Och, Alter. Oh Gott. Gott, das ist spannend, ey. Okay, wie komme ich denn eigentlich hier wieder hoch? Kann mir das mal wer verraten?
muss, glaube ich, geradeaus. Schätze ich einfach mal. Ich warte hier. Ich warte hier, bis der Typ vorbeikommt, der mich natürlich nicht sieht, ist klar. Er kommt zurück. Sobald er da verschwunden ist. Da ist das Ei. Das rote Ei. Gib her. Und jetzt? Oh, wie zur Hölle mache ich denn das? Kann ich das hier irgendwie lösen? Okay, ich gehe mal hier weiter. Hier ist noch eine Box. Hier komme ich wieder hoch. Okay, sehr gut. Wenn hier eine Box ist, heißt das, die kommen hier nicht hin. Also hoffe ich zumindest mal. Und zack. Nein! Oh, was? Oh, komm! Das könntest du jetzt aber auch ein bisschen großzügiger machen, oder? Pff. Ah, nein! Oh Gott! Ich finde das gar nicht so leicht, to be honest. Nein! Oh mein Gott, was? Ich bin so kacke! Ah, ich raste aus! Nein! Ich sollte mir vielleicht noch eine Runde Zeit lassen, oder geht das gar nicht? Ich weiß gar nicht. Oh, ich bin vollkommen aus der Übung hier. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Komm jetzt. Oh, Digga, die rote Farbe, oder jetzt? Mama her. Mit dem werde ich mich ihm stellen. Das ist ja auch meine, das ist meine Mottofarbe quasi. Das, es muss sich gelohnt haben, Leute. Das ist nur, was ich sage. Hi. Grüß dich. Autschi! Au! Kommen die? Ey, sie kommen. Ey, kennt ihr eigentlich schon meinen Kumpel Bob? Ihr Süßen? Ich würde ihn euch gerne vorstellen. Was liegt denn da oben? Liegt da Schrott? Ich glaube schon. Leute, die sind übelst schnell. Ich trau mich nicht umzudrehen. Ich will nicht. Oh, let's go. Au! Oh mein Gott. Ah! Nee, warte mal. Nee. Den baller ich noch ab. Warte mal. Rocket Launcher. Hier ist nur eine Box. Geil. Die hole ich mir auch noch. Wo ist er? Wo ist der Typ? Kann ich ihn umfahren? Alter. Heilige Mutter Gottes. Warte mal, heißt der Bob? Die... Nee, warte mal. Bob, ja, alles klar. Alles klar. Gott sei Dank hat das Spiel sich an seine eigenen Regeln gehalten. Habe ich das schon geplündert? Nee, habe ich nicht. So, das sollte uns auf jeden Fall genug Leben verschaffen. Wir laden nochmal auf. Wir sind bei 100% jetzt wieder. Und würde sagen, machen uns schnurstracks auf zum... Machen wir schon zum Tempel auf? Ja, komm. Komm, let's go. Warum ist es so dunkel jetzt hier auf einmal? Was ist da los? Ja, was ist, wenn wir... Warte mal, wenn wir gerade... Oh, wie kommen wir da am besten hin? Am besten wir fahren... Das ist ja aber ganz komisch hier verwinkelt. Am besten wir fahren dahin und nehmen die Weiche geradeaus. So rum. Ach, da ist sie schon. Wie ist das jetzt? Geht es gerade? Ja, es geht geradeaus. Okay, okay. Die müssen wir umstellen. Ansonsten fährt er die Kurve. Nice. Oh mein Gott, ich werde es vermissen. Ist halt leider schon... leider dann schon das Ende. Schade. Ich bin da ein bisschen sad. Ich will eigentlich noch nicht, aber... Ich weiß, ich habe da noch eine Mission. Aber das Ding ist, ich bin auch so gespannt drauf. Weißt du, was ich meine? Optional, ja, whatever, dann müssen wir wieder irgendwas sammeln und dann kriegen wir wieder auch nur Schrott. Weiß nicht. Wir haben halt auf jeden Fall auch einiges. Ich weiß nicht, ob wir noch die Chance haben, das zu machen, wenn ich es jetzt irgendwie komplett verhaue oder so. Ach so, wir wollten ja den Zug rot färben. Das vergesse ich immer, sorry. Das ist dann immer so aufregend. Die Typen in die Luft jagen will. Guck mal. Oh mein Gott! Okay, das ist awesome. Das ist jetzt meine neue Lieblingsfarbe. Es sieht zornig aus, ey. Bereit für die Schlacht.
Der möchte geritten werden. Da hinten ist Charles. Komme ich da ungesehen hin? Ich habe hier jemanden pfeifen gehört. Jetzt irgendwie nicht mehr. Pennt der hier? Digga, was sind das alles hier für Häuschen? Hier sind noch ein paar Masken. Aber ansonsten, außer Schrott gibt es ja sowieso nichts mehr gerade, oder? Da oben ist auf jeden Fall einer. Hier kann ich mich verstecken. Oh. Kommt der? Ich weiß es nicht, ey. Oh, ich will nicht wieder zurückrennen, das nervt. Ich will aber auch nicht von unten Besuch kriegen. Oh mein Gott, warum hat er mich nicht gesehen? Okay, sehr gut. Als ob die das nicht hören. Hier kann ich die Eier jetzt reinmachen. Sorry, ich wollte mich beeilen. Dieses Prisma mit den Einkerbungen, davon hat Paul erzählt. Oh, die sehen so geil aus, oder? Die sehen auch so cool aus. Yo! Let's go! Vor allem auch tatsächlich drei, ne? Drei Seiten. Du bist Warren? Put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Oh God, uh-oh. Oh no, ich hab's entfesselt, Alter. No. Ich hab einfach auf ihn geschissen und seinen gelben Partyanzug. Oh nein, 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 nicht das Reiten. Der absorbiert jetzt die Energie. Oh, Scheiße. Pui. Ich renne nicht selber, das ist eine Cutscene. Huch. Oh, oh. Ja, let's go. Oh shit. Oh. Okay. Das macht schon einiges an Schaden. Aber ich muss halt auch seine Hackfresse treffen. Okay. Flammenwerfer. Flammenwerfer. Und hier die Schienen. Die Schienen entzünden. Und dann mit Raketenwerfer drauf. Er wird noch wütender. No! Ui! What? Komm schon! Eine für Mama! Fernwerfer wieder! Oh, voll in seine Labe! Okay! Oh, das ist ein Maschinengewehr! Der springt! Ich brauch. Ich bin gleich tot, ne? Ich muss mal wieder aufladen. Oh nein, 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 Phase 3. Oh. Oh mein Gott. Also, der Typ. Warum beamt er sich weg? Komm. Oh, und Bob. Bob. Krass. Krass, der charged. Tot. Nein, ist er nicht. Reparier's. Das sind nur die verschiedenen Phasen. Der wird immer schneller, aggressiver, größer, wütender. Und potenziell eher nicht so der Schwiegersohn-Kandidat. So, komm her. Ich fahre einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus. Und Bob wieder. Immer schön ins Maul. Selbiges möchte ich ihm nämlich schon lange stopfen. Flammenwerfer. Okay. Bob.
Eigentlich Raketenwerfer wäre geil. Oh mein Gott! Shit. Oh, ich muss nachladen. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich schick dich in die Hölle, du Mistvieh! Rakete. Oh Gott. Sorry, das... Oh, das ist übelst krass. Jetzt kommt das mit der Brücke. Jetzt! Nice! LOL! Das war ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Oh mein Gott. Oh Gott. Gavin Eisenbeiß, Digga. Keine Worte, keine irgendwie Interaktion noch mit dem Paul oder so, weil der ja der Sohn war von Eugene, der hat uns ja hergeholt. Nicht irgendwie was aufarbeiten. Oh. Ja, wir lassen das einfach so auf sich beruhen. Mensch. Was ein Knaller. Oh, es gibt noch was. Bisschen laggy, sorry. Das ist noch ein Ei, oder? In irgendeiner ganz tiefen Höhle. Oh nein. Es gibt noch ein Kükchen, Leute. Oh. Was ist denn in Chuchu James oder sowas? Da können wir es dann bekämpfen. Ich hab doch gesagt, tötet es, bevor es Eier legt. Zu spät. Nein. Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Nicht gut! Versenkt die Insel im Meer, Alter! Ich meine, es sind ja Züge, keine Boote, oder? Oder mutieren die? Das wär doof. Flugzeuge wäre am schlimmsten, aber Boote wäre auch ein bisschen doof. Oh shit! Krass! Kranke Nummer, ey! Meine Güte! Ja, finale Bewertung zu Chuchu Charles. Es war jetzt alles doch ein bisschen kürzer, als ich erwartet habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, da hätte ich ruhig die Mission noch machen können. Aber, warte mal, was ist denn hier? Wenn ich Fortfahren drücke, was passiert dann? Wo sind wir dann? Weil dann mache ich schnell die Mission noch und dann ich bin bestimmt mitten im Kampf, oder? Da kann ich euch ja währenddessen erzählen. Oh, wait. Wo sind wir? Hä, da? Okay. Ich guck da zumindest nochmal hin, was da Sache ist. Komm, wir machen das mal. Und während wir so fahren, ein paar Gedanken zum Spiel, tatsächlich. Das war ja sehr, sehr abgehypt. Das hat ja eine Person mehr oder weniger gemacht. Ich hab's erledigt, Gertrude. Ich hab es erledigt. Und ich hab deinen Mann Bob, glaube ich, alle Ehre erwiesen. Was würde ich sagen? Ja, das wurde halt von ein, zwei Personen gemacht. Von daher muss man für die Bewertung ein wenig... Das ist schon ein Faktor, der da reinspielt. Und ich sag mal so, es hat ja auch nicht sehr lange auf sich warten lassen. Ich fand, muss ich zugeben, die Quests, diese Welt, ein bisschen leer. Es wirkt alles sehr... Also ich meine, das ist halt schön und auch, glaube ich, zweckmäßig, wie das alles so gestaltet ist. Aber am Ende des Tages hätte ich mir ein bisschen mehr noch gewünscht. Ich glaube, das hätte auch alles nicht so gewirkt, wenn die Quest nicht nur, ey, geh 20 Meter weiter, hol mir dies wären. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre noch schön gewesen. Das macht es natürlich alles komplexer, länger, komplizierter. Aber ich glaube, für $20 kostet das, glaube ich, das Spiel. Ich glaube, dafür hätte es sich gelohnt. Ich finde 20 Euro sogar. Ich meine, gut, ist ja gerade gleich auf fast, aber ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist noch irgendwer. Interessant. Ich finde dafür so ein Spiel, was du auch in anderthalb Stunden spielen könntest, ne? Du musst die Waffenmissionen machen, du musst die erforderlichen Missionen machen und dann passt das.
Ist schon sehr teuer, finde ich. Aber vielleicht habe ich da auch einen falschen Maßstab. Ich glaube aber, wenn ich mir so die Steam-Reviews angucke, die Leute sehen das ein bisschen ähnlich. Das ist ein wenig schade. Und ja, wie gesagt, der Kampf, die Aufrüstung, ist halt alles nach einer Zeit auch recht simpel. Ich wüsste nicht, wie man es hätte besser machen können, wie man hätte mehr rausholen können. Ich würde aber sagen, dass da noch einiges Potenzial wäre. Aber wir sehen ja, am Ende des Tages ist das Universum hier nicht vorbei. Vielleicht haben wir noch die Chance, wenn das ein super Knaller wird, und ich glaube, das Spiel ist sehr erfolgreich, dann ja, kriegen wir vielleicht halt noch, wie gesagt, was Neues. Oh, da ist jemand. Krasse Location hier auch. Okay. Guck was uns mal an. Was hat er hier zu sagen? Geiler Typ, Alter. Aren't you the new guy who's come here to typical Gamescom-Visitor. No front! Du bist doch der Neue bei uns, hat er gesagt. Hab ich mir gedacht. Wie wär's denn, wenn du einen Fuß vor den anderen setzt und nicht dauernd deine Brusttaschen aufmalst? Dann würdest du vielleicht was hinkriegen. And don't worry, I won't make you work for free. Dachte ich mir. I'm a nice enough guy to pay you. You see, Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation. Warren hat mich auch nicht hergeholt. Oh, er denkt, ach so, ich fange halt an zu arbeiten. Never even reported the cave-in. Ist der auf dem neuesten Stand, was draußen abgeht? Our living quarters are atrocious. Naja, irgendwo muss er ja sein Büro haben, ne? Das Ding ist, warum gehst du nicht hoch? Was ist der Knackpunkt? Ja. Okay. Da sind keine Wachen? Okay, ich krieg Schrott als Belohnung, ist klar. Fallen die? Also, wie darf ich das jetzt verstehen? Warte mal, wie ist das? Zum Glück bin ich doch hier, aber das interessiert mich jetzt. Also hier liegt noch Schrott rum. Wir brauchen es ja eigentlich nie mehr zu sammeln. So im Endeffekt, es geht ja nur darum, euch die Mission hier zu zeigen. Oder ist das hier Jump and Run? Oh, das wäre interessant zumindest. Das sieht ein wenig unsportlich aus, wenn ich das mal so sehr oberflächlich bemerken darf. Es ist zumindest ein Grund, warum man es nicht selber macht, oder? So vom Spiel her. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ah, hier ist eine grüne Farbe. Oh mein Gott. Dann haben wir es ja alle. Da hat es sich ja doppelt und dreifach gelohnt. Okay, sehr gut. Wait, was ist da unten? Moment. Huch. Da war noch was. Nee, war bloß Bettdecken. Ja, ist gut. Okay. Das Problem ist... Warte mal, die Akten. Wie soll ich denn da hochkommen? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Charles! Entschuldigung! Ruhig, Brauner, ruhig. Hier hoch, ne? Kommt der hier hoch? Ist das witzig! Das habe ich noch nie gesehen. Oh, ist der bockig! Oh nein! Oh nein! Ich wollte dich nicht beleidigen, Süßer. Ah, scheiße, Mann. Nicht auf den Turm. Da ist Zick. Wait. Oh, no. Wo ist denn der andere hin? Der hat den gefressen. Ist der weggerannt? Guck mal. Jetzt geht er wieder hin. Ach, die rennen in Sicherheit, wenn Charles kommt. Oh, mein Gott. Das wusste ich nicht. Okay. Boah, ich finde das gut. Ich finde das gut, wie ich das gemacht habe. Machen wir hier Seiltanz, oder was? Ey, komme ich da rüber? No way. Ey, never. Moment. Hier komme ich auch nicht weiter? Das ist so eine interessante Stelle hier. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Kann ich das springen? Oh, das könnte sehr, sehr knapp werden.
Wenn ich hier auf diese... Nee, von hier aus komme ich auch nirgendwo hin. Moment mal. Okay. Als ob! Verarsch mich nicht! Der hat für diese Stelle den Turbosprung aktiviert. Ich glaub's nicht. Diese Operation ins Rollen zu bringen war wesentlich komplizierter als erwartet. Nicht nur im Hinblick auf die Kosten, sondern auf die Baulogistik und die Vorratslieferung an die primären Minenstandorte. Wir müssen schnell auf Gold stoßen, wenn wir nicht bankrott gehen wollen. Okay. Ah! Oh mein Gott! Was ist mit ihm? Wait! Warte! Warte, bin ich jetzt... Wo? Moment mal. Ach, ich bin hier runtergefallen. Oh nein! Okay, hier muss ich rüber. Hopp! Oh yes, oh yes. Und schon sind wir auf der Spitze, Leute. Der Spitze. So! Ah, die Aktenschränke. Oh, yes. Yes, good, yes, good, yes, good. Da unten noch? Ey, da hat's gerade auch geleuchtet. Ronny, Alter. Kehre zu Ronny zurück einfach. Okay, gut. Moment. Ja, wie machen wir das am schnellsten? Ui! Das Geräusch, Alter. Es hat übelst gematscht, ey. Scheiße. Komm. Oh. Au. Wait. Smooth. Das Problem ist, wenn Charles gleich wiederkommt... Oh, ich breche mir die Hacken. Nee, es geht alles klar. Bin fit wie ein Turnschuh. Hier, bitteschön, Großer. You look like a monkey climbing those towers. I sure am glad I found these files. Du hast die gefunden? Is that scrap you were begging for? Okay. Don't spend it all in one place. Ja, jetzt haben wir aber so gut wie alles gesehen, richtig? Ja, 112. Wir brauchten halt nicht so viel am Ende des Tages. Also das hat schon gereicht. Das nicht nachladen, sondern dieses Reparaturdings, das hat ja funktioniert. Insofern braucht man das nicht. Aber ich wollte jetzt das nicht beenden und hier die Chance ergreifen, ein bisschen was zum Spiel zu sagen, während wir noch die Mission abhaken. Das ist okay. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat mir trotzdem unheimlich Spaß gemacht. Wie gesagt, hier und da ein paar kleine Kritikpunkte. Das ist der Tatsache verschuldet, es musste halt irgendwann raus. So ewig kann man einen Hype, glaube ich, auch nicht aufrechterhalten. Es ist ein sehr interessantes Konzept. Und der Entwickler oder die wenigen Leute, die daran gearbeitet haben, die zeigen auf jeden Fall, dass sie es können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch draus werden kann. Vielleicht nicht mit Choo-Choo Charles, aber mit irgendeinem anderen Horror-Game, was Fun ist und kreative Ideen an den Mann bringt. Danke, liebe Leute. Lasst ein Abo da für weitere tolle Games aus dem Indie-Horror-Bereich und von sonst wo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls hier ein Update kommt, irgendwie ein interessanter Mod, den man mal probieren kann oder so, dann schaue ich da auch sehr, sehr gerne mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Haut rein. Lasst es euch gut gehen.